Herzlich willkommen auch von meiner Seite her zur 60. Community zum Thema SharePoint Syntax verwandelt Informationen in nutzbares Wissen. Zu meiner Person, ich bin David Mir, ich leite das Team Kollaboration, bin Mitglied von der Geschäftsleitung und bemühe mich schon rund 10 Jahre mit SharePoint und M365. Zum Inhalt von dieser ersten Session würde ich euch zuerst gerne ein bisschen anführen, ja, was ist denn überhaupt Syntax? Welche Funktionen bietet Syntax? Was stehen für Modelle zur Verfügung? Dann auch, wie funktioniert Syntax wirklich? Wir sehen am Anfang ein bisschen Theorie, man kann es noch nicht ganz so klar fassen. Würde ich hier gerne durchführen, Step by Step in der Theorie, aber nachher dann auch sehr, sehr gerne zeigen in der Demo, wie das effektiv dann in der Praxis aussieht. Dann am Schluss noch ein paar Fragen oder Antworten zu, wie wird es lizenziert und wie geht das auch weiter mit Syntax respektive Cortex. Wie der Sammy vorher schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt oder Inputs, dann bitte ungeniert den Chat benutzen und dann eure Sachen dort einstellen. Gut, wie könnt ihr jetzt effektiv unstrukturierte Informationen automatisch verarbeitet und genutzt werden? Zu dem brandaktuelle Information, die gestern viral gegangen ist. Gartner kennt, glaube ich, in der Zwischenzeit jeden. Da gibt es ja diverse Grafiken, Reports. Und eine davon ist eben auch Content Service Plattform. Und da sieht man jetzt, also ist wirklich von gestern die Information. Microsoft ist da ziemlich weit oben und ziemlich weit rechts. Sie sind schon länger im Leader-Quadrant drin, aber eigentlich jetzt das erste Jahr, dass sie eigentlich wirklich Top-Position einnehmen. Darum passt doch perfekt das Thema zu der heutigen Community. Gut, was ist denn effektiv Syntax? Ich habe hier ein paar Stichworte, die findet ihr auch so, wenn ihr auf der Microsoft-Seite durchbrausen könnt zum Thema Syntax. SharePoint Syntax ist ein intelligenter Inhaltsdienst, der so arbeitet wie Sie, also wie wir. Denn Daten können erfasst werden und Wissen unternehmensweit bereitgestellt werden. Wir setzen auf innovative KI, auf Machine Teaching und wir tun eigentlich so das menschliche Wissen erweitern, Inhaltsprozess automatisieren und nachher den Inhalt zu Wissen eigentlich umwandeln. Dazu ganz passend das Zitat von Mark Hollinger, wo in unserem aktuellen E-Book Microsoft Teams Excellent drin steht. Kurz gesagt, wir müssen die Maschinen nicht mehr programmieren, wir werden sie trainieren. Gut, werde ich dann nachher gerade sehen, was damit gemeint ist, was man da alles kann machen. Was ist Syntax effektiv? Also Microsoft SharePoint Syntax ist ein Microsoft 365 Service. Den gibt es seit rund 2 Monaten, steht der zur Verfügung. Es ist das erste Produkt aus dem Project Cortex, also die kommt dann noch ein bisschen mehr. Wir sehen es ganz am Schluss auf der Roadmap, was dann als nächstes noch ein bisschen wird kommen. Da geht es um Machine Teaching. Das heisst, es ist nicht Machine Learning, was ich selber irgendwie da trainiere, sondern man muss die Maschine trainieren und man tut sie anlernen. Man muss ihr also beibringen, was sie muss machen, auf Deutsch gesagt. Denn, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, No-Code, Low-Code, also das ganze Syntax-Prinzip basiert auf No-Code, also man muss nicht irgendetwas programmieren. Und man kann dann auch weitere Services nutzen, unter anderem Power Automate, wo ich eben genau gleich so im No-Code, Low-Code-Bereich angesiedelt ist. Denn was Syntax auch macht, ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, die, die eben auch im Admin-Bereich unterwegs sind, von SharePoint Online, der ganze Inhaltsservice, also sprich der Content-Type, also Content-Type-Hub oder auch der Termstore, Manage-Metadaten, das ist in den letzten Monaten recht stark designt oder umdesignt worden, besser gesagt auch modernisiert. Und das ist eigentlich genau die Basis, damit das nachher dann eine Syntax kommen kann, plus eben auch den Cortex weitere Aktivitäten kann aufnehmen. Weitere M365 Services, die man kann, implementieren kann, ist Security und Compliance mit diesen ganzen Labels, die man genauso kann in den ganzen Prozess inkludieren kann.
Und ihr seht jetzt auch ganz schön, eigentlich nur aufgrund von dem Slide, jetzt wisst ihr auch wieso, dass es eben M365 Community heisst. Wir haben Syntex, reden von SharePoint, es gibt Security und Compliance Center, man kann Power Automate integrieren, also ganz, ganz viele Services, die innerhalb von dem M365 drin enthalten sind. Ja, was ist Syntex auch noch? Der unterste Punkt, KI hält Einzug ins Büroumfeld. Bisher ist KI, also ja, in der Industrie kennt man es schon länger, dort wird es auch sehr, sehr stark genutzt. So im Büroumfeld ist man vielleicht eher noch weniger mit dem in Berührung gekommen. Und wir sehen es dann nachher mit Syntex, wird das wirklich ein bisschen auch fassbar. Und man sieht, was KI fähig ist zu machen, eben auch in einem Büroumfeld oder im Büroalltag. Von uns ganz vielen. Welche Funktionen bietet der Syntex? Das ist ein bisschen aufgestückelt in so drei Bereiche. Das eine ist Inhaltsanalyse. Also man muss die Modelle, die muss man entwickeln, die muss man mal erstellen. In der Inhaltsanalyse wird das Wissen intelligent erfasst, eben Machine Teaching. Und Inhalte werden beispielsweise mit Metadaten angereichert. Dann beim zweiten Punkt, Inhaltsverarbeitung, heisst auch inhaltsorientierte Prozesse, die können beschleunigt werden. Das heisst, Inhalt wird automatisch klassifiziert und aufgrund von dieser Klassifizierung kann man dann beispielsweise mit Power Automate die Daten weiterverarbeiten. Ich lese ein Beispiel, wenn ich ganz viele Dokumente reinlade und ich habe zum Beispiel Verträge dort drunter oder ich habe Konzepte dort drunter, dann werden die entsprechend mit Vertrag oder Konzept tagged, also klassifiziert. Und dann kann man eben aufgrund von dieser Klassifizierung sagen, okay, mit dem Konzept muss vielleicht nichts passieren, mit dem Vertrag muss aber vielleicht eben noch ein bisschen mehr passieren. Die müssen vielleicht auch, dritter Punkt, rechtssicher abgelegt werden für die Einhaltung von der gesetzlichen Vorschriften, damit dass man sie eigentlich direkt weiterverarbeiten kann. Hier sieht man auch eben, das Ganze ist systemübergreifend, es sind mehrere M365 Produkte an dem ganzen Prozess beteiligt und gehen da eigentlich Hand in Hand. Welche Modelle stehen denn überhaupt zur Verfügung? Also vorneweg mal zu sagen, es gibt zwar zwei Modelle, aber beide Modelle verfolgen den gleichen Zweck. Das heisst, Dokumente sollen einerseits klassifiziert werden oder Informationen aus dem Inhalt sollen extrahiert werden. Ich klammere einfach noch ein paar Hinweise oder einfach zur Unterstützung, was man damit auch meint. Eben beim Klassifizieren werden die Inhaltstypen zugewiesen, beim Extrahieren von Informationen werden eigentlich Daten aus dem Dokument oder aus dem Formular heraus verwendet und entsprechende Spalten eingeschrieben. Ja, aus irgendeinem Grund gibt es so zwei verschiedene Modelle. Man sieht das schön in dieser Tabelle. Das eine ist einmal das Form Processing Modell und das andere ist das Document Understanding Model. Das heisst, das eine, also Form Processing, ist wirklich mehr strukturierte Daten oder teilstrukturierte Daten. Beispielsweise Formular, wo auch immer ein bisschen gleich aussehen, also irgendein Formular, wo der Header oder die Daten, die man auslesen will, immer ein bisschen an den gleichen Positionen sind. Oder eben unstrukturierte Daten beim Dokumentenverständnismodell, wo man sagt, okay, es kommen Dokumente rein, er geht eigentlich alles durchscannen und tut aufgrund von dem, was er findet, in einem unstrukturierten Dokument weiterarbeiten. Man sieht auch, das eine ist auf die Dokumentenbibliothek bezogen oder eben, wir tun es in einem Inhaltscenter erstellen. Das werden wir nachher dann in der Demo gerade sehen, wie das Syntex-Inhaltscenter auch aussieht, wie man dort drinnen umgeht. Vielleicht noch ganz spannend die unteren beiden Punkte. Das Form Processing Model, das zielt dann wirklich ab auf die Verarbeitung von digitalen Inhalten. Also das geht dann so weit, dass man irgendwo auch Fotos kann, antrainieren kann, dass man dort gewisse Inhalte, dass die automatisch vertaggt werden. Und beim Document Understanding Model, da sehen wir PDF, Office-Dateien, E-Mail-Dateien. Da sicher spannend, da gibt es dann noch das eine oder andere, was sicher mit der laufenden Zeit dazukommt. Ist auch bereits auf der Roadmap entsprechend so angekündigt.
Gut, damit dass man sich das schon ein bisschen besser vorstellen kann. Eben, wie gesagt, Maschine, die muss trainiert werden. Wir reden wirklich von Machine Teaching. Und das eine, Dokument klassifizieren, kann man sich wirklich so vorstellen. Wir nehmen das Dokument, da geht da Syntax drüber und schaut an, okay, was für Begriff, was für Rolle passen auf mich und tut das entsprechend taggen. Das ist Dokument klassifizieren, dann Inhalt analysieren und extrahieren. Dann geht ihr eigentlich wirklich durch und sagt, ah, okay, jetzt habe ich mal gewisse Arten von Dokumenten, ich habe sie klassifiziert. Jetzt gibt es noch Regeln, die durch Dokumente durchgehen, die schauen, okay, hat es Labels, hat es Begriffe, die mir beigebracht worden sind, sucht die raus, nimmt die Informationen und tut die weiterverarbeiten. Ich führe euch jetzt hier wirklich schön dran hinführen. Ich habe nicht allzu viele so Slides, weil ich zeige euch das wirklich viel lieber direkt in der Demo. Kurz noch Step by Step, also Basis-Sender ist ein Inhaltscenter. Es zeigt schon ein bisschen aufgrund von dieser Grafik. Es steht jemand dort, tut irgendein Dokument reinkippen. Es passiert irgendetwas und hinten spuckt er wieder etwas raus. Das ist eigentlich noch recht sinnbildlich. Denn was braucht es denn? Welche Schritte braucht es alles, damit dass wir jetzt von einem Inhaltscenter nachher zu den Informationen und zu dem Wissen entsprechend kommen? Erstens, wir brauchen Files. Wir brauchen aber nicht en masse Files, sondern wir sagen, oder es steht auch schön, wir brauchen mindestens 5 Files von dem Typ, den wir antrainieren wollen. Und dann braucht es aber auch immer ein File, das eben nicht so ist wie die anderen 5 Files, die wir trainieren. Wir sehen das schön nachher, dann kann man schön sagen, okay, was ist positiv, also wo matcht es und wo matcht es nicht. Dann braucht es, damit das kann trainiert werden. Das ist einmal die Basis. Die Files, das können irgendwelche Files sein, die muss man nicht irgendwie vorher aufgrund von einem Schema oder von einer Vorlage kreieren, sondern die kann man einfach gerade nehmen, wo man rum hat. Werden wir nachher effektiv gerade sehen. Dann tut man macht man zuerst Regeln für, oder Modell besser gesagt, für Klassifizierung. Mir geht die Testfiles durch und sagt, hey, bist du so ein File, wo ich den Typ habe? Ja oder nein, du bist es eben nicht. Man sieht hier sehr schön, dem grau hinterlegten Screen, sagt man ja, nein. Hinten sehen wir dann die Regeln, wo wir das ganze Modell noch ein bisschen spezifisch trainieren können. Also, wir brauchen Files, damit dass wir anfangen zu trainieren. Dann fangen wir an zu trainieren, indem wir ihm sagen, welcher Typ oder welche Klassifizierung von Dokumenten ist es. Und dann noch der dritte Schritt, viel mehr Platz hat es gar nicht, kommt aber auch kein weiteres Slide mehr mit weiteren Schritten drauf, wäre noch das Extrahieren von Dokumenten. Das heisst, wir gehen nachher die Files durch und sagen dem aufgrund von auch wieder Regeln, welchen Typ oder welchen Wert, dass wir gerne aus einem File raus wollen, extrahieren und irgendwo durchschreiben. Das sind eigentlich alle Schritte, die es braucht, sage ich jetzt mal, zum SharePoint Syntax anfangen brauchen und trainieren. Wir schauen das lieber gerade direkt in der Demo innen an. Dann könnt ihr so sehen, dass effektiv wie das aussieht. Kurz eine Admin-Übersicht. Sobald wir Syntax aktivieren, kommen wir dann am Schluss dazu wegen der Lizenzierung, habe ich das Ganze in den Org-Settings unter den Services habe ich da entsprechend Content Understanding und da habe ich auch entsprechend die zwei Models drin, das Form und das Document Understanding Model. Ich kann eigentlich ein Dokumentencenter erstellen und dann kann ich eigentlich anfangen loslegen. Und das machen wir jetzt nämlich gerade zusammen. Ich habe hier mein Content Center von Syntax erstellt über den Admin-Bereich, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist genau der Screen, einfach ein bisschen befüllter, sage ich jetzt mal so, wie ihr es vorhin gesehen habt in der Präsentation. Wieder mit dem Fräulein drin. Oben in der Navigation sehen wir dann, können wir jetzt noch dies noch dran nennen, haben wir dann die verschiedenen Models und auch die Files, die man braucht, zum Trainieren.
Ich tue mal hier schnell den Tourguide starten. Der ist also einfach so drin. Da habe ich jetzt genau nichts gemacht. Das zeigt auch ein bisschen, man wird sehr, sehr gut unterstützt auch von Microsoft, um die Sachen zu brauchen, um die Sachen anzuwenden. Und ja, ist sehr, sehr gut oder sehr hilfreich, um mal einen Einstieg entsprechend auch zu finden. Wie gesagt, vorhin als erstes, um überhaupt einmal zu starten, brauchen wir Files. Die Files, eben Beispiele, steht schön im Text drin. Es braucht positive Beispiele, es braucht aber auch negative Beispiele, damit das Model weiss, okay, was ist, was matcht und was matcht nicht. Wenn wir die Files dann drin haben, können wir anfangen trainieren. Classify this content type. Also, wir können anfangen klassifizieren. Wir können die Files anfangen klassifizieren. Anfangen sagen, hey, zu welchem Typ gehörst du? Nach dem Schritt kann man theoretisch aufhören und sagen, okay, mir reicht es, wenn ich weiss, was für Typen, was für Arten von Dokumenten eingeladen werden. Ich muss nicht weitermachen. Ich kann da sagen, ist gut, das passt so für mich. Ich kann aber auch sagen, ja, wenn ich schon Dokumente drin habe, wenn ich schon weiss, was für Typen, was für Klassen, dass ich drin habe im Syntax, im SharePoint drin, basiert auf SharePoint, darum auch SharePoint Syntax, dann möchte ich gerne auch noch Wert aus diesen Files heraus können weiterverarbeiten. Das wäre der nächste, wo ich aufgrund von Wörtern, von Templates, von Phrasen kann sagen, okay, jetzt interessieren mich gewisse Werte aus den Dokumenten heraus, wo ich gerne möchte, als Metadaten in Spalten einspeichern und die direkt eigentlich ersichtlich machen. Das sind die drei Schritte, die wir vorher gesehen haben. Ihr seht, hier hat es noch einen vierten, auf den habe ich verzichtet. Wenn ich das Model einmal erstellt habe in dem Inhaltszentrum, im Content-Zentrum, dann kann ich nachher sagen, ich möchte gerne das Model jetzt anwenden auf Bibliotheken. Und das kann man anwenden auf eine Bibliothek, die schon Dokumente drin hat. Dann kann man den, wie gesagt, anwenden. Und dann geht es aber ein Moment, bis ein Prozess anfängt zu starten. Das ist die eine Variante. Ich kann auch das Ganze anwenden auf eine leere Bibliothek. Und wenn ich dann anfange, Files reinladen, dann läuft der Prozess ab und die Informationen werden automatisch verarbeitet. Ich steige mal hier aus meiner Tour raus und würde euch gerne mal zeigen, wie das dann effektiv aussieht. Klicke mich hier mal durch in ein Model, das ich bereits erstellt habe. Ich habe auf einer Bibliothek beispielsweise habe ich zwei Models hinterlegt, weil ich zwei Arten von Typen hinzufüge. Ich klicke mal einen auf, dann seht ihr, wie das ein bisschen aussieht oder wie man das macht. Auch wieder immer mit dem Hintergedanken, No-Code, Low-Code. Also das heisst, zuerst tue ich mal an, von Files aufladen. Die sieht man jetzt hier unten dran schon drin. Ich habe hier ein paar Beispielfiles schon mal drin, die sind alle enthalten. Da sieht man alle die Example-Files, also die Files, mit denen ich nachher trainieren gehe. Schon mal die Basis, das brauche ich. Dann kann ich anfangen, die Klassifizierung trainieren. Gehe mal hier rein und dann sieht man auch hier aufgrund vom Label, welche als positiv sind und welche als negativ sind. Also ich gebe dem mit, hey, so sieht die Struktur aus von meinem File. Oder so sieht sie eben nicht aus. Ich klicke hier mal einen auf. Man sieht dann, hier unten rechts werden die Informationen geladen. Wir haben schnell ein Moment geduld, wo ich effektiv kann sagen kann, du bist so ein File oder du bist eben kein so ein File, das nicht matcht. Also du bist positiv oder du bist eben entsprechend negativ. Durch so das dann, wenn er mal geladen ist, zeigen. Wie das im Detail aussieht, das positiv, negativ. Dann gehen wir hier gerade noch einen Schritt im Klassifizieren rein. Das heisst, wir nehmen die Files, sagen dem zuerst schon mal, wie die Struktur muss aussehen von diesen Files, die wir gerne klassifizieren wollen. Und in einem zweiten Schritt tun wir dann noch quasi abfragen, welche Files matchen denn überhaupt? Struktur lenkt man vielleicht nicht, weil es gibt ja auch Dokumente, die ähnliche Strukturen haben, die aber vielleicht gleich ein bisschen anders sind.
Jetzt kann man hier reingehen und dann kann man beispielsweise sagen, okay, wenn diese Wörter hier vorkommen, genau diese Wörter, dann gehören die zum Typ oder zu der Klasse Installation. Klicken den hier mal wieder weg. Und so hat man auch sogar die Möglichkeit, hier mehrere Typen zu hinterlegen oder einfach Klassifizierungen. Man kann dann entsprechend trainieren und natürlich auch testen. Und das jetzt ist nur auf eine Klassifizierung. Würde ich das gerne jetzt einmal zeigen. Ich habe hier meine Installationsanleitungen. Ihr seht hier vielleicht aufgrund von der URL, da bin ich im Content Center drin. Und da habe ich mir eine Seite gemacht, wo ich alles die Syntax-Dokumente oder die Bibliothek entsprechend auch angelegt habe, damit dass ich da alles kompakt zusammen habe. Eins habe ich euch noch unterschlagen. In der Zwischenzeit hat es auch geladen. Wir sehen jetzt auch hier, die Dokumente, die sind fernab von jeder Formatierung. Das Word sieht nicht ganz so aus, wenn ich das auftue. Aber das spielt in dem, im Syntax ja auch gar keine Rolle. Für ihn ist ja die Formatierung oder ob jetzt irgendwo ein Logo, ein Icon, eine Farbe drin ist, gar keine Relevanz, sondern ihn interessiert eigentlich nur die Struktur von einem File, wirklich der Text, der entsprechend auch gebraucht wird. Genau, jetzt sieht man hier, wie das aussieht. Jetzt zeige ich es gleich schnell, jetzt hat es schön nachgeladen. Ich gehe hier jedes File durch und sage, hey, ja, du gehörst zur Typinstallation oder nein, du gehörst nicht zur Installation. Und dann sieht man hier aufgrund der Labels, welches als positive Beispiele sind, welches ist aber auch ein Beispiel, das eben nicht matcht, das eben negativ ist. Sieht man tiptop hier drin. Gut, wenn ich mal das Model so weit habe, eben applyen, also sprich, ich tue das Model übernehmen auf eine bestehende oder auf eine neue Dokumentenbibliothek und da unten sehe ich schön in der Übersicht drin, ich kann ein Model auch auf verschiedene Bibliotheken anwenden. Ich kann aber auch mehrere Models zu einer Bibliothek anwenden und dann sieht man da tiptop, wie das aussieht und welche Bibliotheken das eben connected sind. Jetzt in meinem Fall hier habe ich die Dokumentenbibliothek, Installationsanleitungen. Da hat es schon ein paar Dokumente drin. Man sieht hier aufgrund vom Content-Typ, das sind zwei verschiedene. Da sieht man hier noch diverse Informationen. Die lassen wir mal schnell außer Acht. Ich habe jetzt hier noch ein paar weitere Files. Schnell schauen, ob ich da nicht noch ein Doppel drin habe. Nein, das sollte etwas passen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein paar, klicke die hier ein. Das sind irgendwelche Dokumente, Installationsanleitungen, all der Kebs. Interessiert mich eigentlich gerade nicht so, was das für Dokumente sind. Lade die hier ein. Das seht ihr mir auch hier schön. Hey, wir tun jetzt hier deine Informationen oder die Files, die du aufgeladen hast, analysieren. Jetzt geht das ein Moment. Oder? Man sieht auch schön, jetzt sind der Content-Typ ist jetzt immer noch Dokument. Das ist der Standard-Content-Type von der Bibliothek. Man sieht hier unten auch, sind die, die schon oben sind. Jetzt geben wir ihm schnell ein Moment. Aber das geht immer ein bisschen. Ich habe einfach festgestellt, wenn ich Informationen oder wenn ich eine Bibliothek habe und erst dann das Model hier anwende, dann hat er wirklich ich habe also mehrere Minuten, 10 Minuten oder noch länger, hat er dann gehabt, bis er wirklich auf die Bibliothek ist. Und die nachher durchgegangen ist und dort auch die Models angefangen hat anzuwenden. Wenn ich auch gewisse oder einzelne Dokumente habe, die ich gerne explizit durch das Model oder durch Syntax durchjagen, sage ich jetzt einmal, kann ich ein Dokument anwählen und der Sender hat da oben einen Punkt, wo man eben auch jetzt zum Beispiel nur das eine Dokument kann klassifizieren und auch extrahieren, also sofern ich natürlich die entsprechenden Regeln hinterlegt habe. So, seht ihr da, jetzt müsst ihr eigentlich dran sein. Nein, die sind schon drin gesehen. Aber wie gesagt, es geht ein Moment, bis er da drin ist und die Informationen hat davon abgrasen. Geben wir ihm schnell ein paar Sekunden. So, jetzt hat er da genau angefangen. Jetzt sehen wir da, jetzt hat er da ein paar Dokumente schon mal gemacht. So, dann sehen wir, okay, die sind jetzt nicht mehr auf Dokument. Die sind jetzt hier auf Installation.
Das sind dann wahrscheinlich, oder es sind sehr viele mit der Installation, aber wie gesagt, wenn er merkt, er hat einen anderen Wert drin, dann tut er entsprechend den Typo verändern. Gehe noch einmal schnell zurück auf das Klassifizieren, hier aufs Trainieren, wo wir sehen, ah, okay, die Begriffe hier, die muss es drin haben, damit das effektiv eine Installation ist. Nehmen wir jetzt einfach hier kurzerhand irgendein Dokument, tue schnell auf. Und da hat es Installations- und Konfigurationsanleitung drin. Also das heisst, er merkt automatisch aufgrund von Begrifflichkeiten, man muss ihm nicht einmal sagen, wo das ist. Also ich muss nicht auf Seite sagen, du bist auf Seite 1 oder du bist im Titel oder du bist irgendwo im Dokument drin. Sondern der merkt das automatisch, geht das Dokument durch und tut dann entsprechend die Klassifizierung setzen. Jetzt lassen wir den einfach hier durchrattern. Ihr habt gesehen, aber eben, ich nehme einfach Dokument, tue die da rein, der geht nachher durch und tut die anfangen klassifizieren. Das ist mal der erste Schritt, also eben das Klassifizieren. Jetzt würde ich gerne euch noch ein weiteres Modell zeigen, das ich hier noch parat gemacht habe. Das heisst, wie gesagt, ist ja ganz nett, wenn ich einfach mal die Informationen drin habe und einfach mal Klassifikation weiss, dann kann ich schon mal weiterarbeiten mit den Informationen. Noch etwas spannender ist, wenn er eben ins Dokument eingeht, nicht nur Klassifizierung macht, sondern eben auch das Dokument durchgeht und dort gewisse Informationen aus dem Dokument heraus mir direkt tut, in Spalten einschreiben. Ich habe hier das Beispiel gemacht von SIMAP. SIMAP-Ausschreibungsplattform hat nicht irgendeinen Grund. Sind einfach öffentliche Informationen drauf, die ich gerade gefunden habe. Und vor allem auch dort hat es ganz viele Werte drin, die man eben auch weiter brauchen kann. Wie gesagt, wir gehen nebst dem Klassifizieren, gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Basis ist genau die gleiche. Ich tue Beispielfiles aufladen. Ich tue sie klassifizieren, damit das System weiß, was für Dokumente da drinnen sind. Und dann eigentlich noch als weiteren Schritt tue ich die Extrahierungen definieren. Jetzt in meinem Fall, in dem Fall, den ich euch gerade werde zeigen oder demonstrieren, gehe ich hin und tue in den Files hin. Ich muss in den Files hin markieren, welchen Wert dass ich gerne ausgelesen habe. Da ist das gleiche Prinzip wieder. Ich tue ein paar Files aufladen, die eben matcht, die positiv sind und sage, hey, ich hätte gerne den Wert, jetzt in dem Fall Projekt-ID. Man könnte auch da, ihr seht, da hat es ganz viele Informationen drin. Da könnte man auch automatisch weitere Informationen auslesen. Gehe die durch, tue überall markieren, welchen Wert dass ich gerne auslesen und dann gehe ich eigentlich ins Trainieren über und sage, okay, ich muss ihm helfen, dass er weiß, wo sich der Wert, den er muss suchen muss, in etwa befindet. Jetzt in dem Fall hier habe ich ihm einfach gesagt, hey, das ist übrigens Projekt-ID. Und der merkt jetzt selber, ah, okay, nach der Projekt-ID kommt eigentlich der Wert, also die Nummer, die ich ihm vorher gelabelt habe und ich gerne wett und die ich gerne ausgelesen wett habe. Das ist der ganze Spass. Also, das heisst, klassifizieren. Ich tue auch von Regeln hinterlegen. Und aufgrund von diesen Regeln werden mir die Informationen ausgelesen. Natürlich auch wieder auf einer Seite oder respektive auf einer Bibliothek entsprechend übernehmen. Ich wechsle wieder da rein. Schnell schauen, jetzt müsste da schon ein bisschen weiter sein mit dem Dokument. Ihr seht, der braucht wirklich effektives Moment. Also das geht nicht husch husch, sondern der muss da hintendurch schön arbeiten. Das sieht man da auch ein bisschen. Wechsle jetzt da mal in meine SIMAP-Bibliothek hier. Wie gesagt, hat keinen speziellen Hintergrund, wieso dass ich gerade SIMAP genommen habe, sondern einfach wirklich, weil es viele Informationen drauf hat. Ich gehe jetzt da mal, nehme jetzt mal. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe auf die SIMAP-Plattform, tue mal so ein Dokument abladen und tue das bei mir mal einfach aufladen. Mal schauen, was da passiert. Nehmen wir da irgendeine Ausschreibung, spielt überhaupt keine Rolle. Tue die drucken, respektive das PDF. Legen wir da Community. Dann seht ihr auch schön, welches das ist. Da sieht man es gerade auf einen Blick.
Jetzt habe ich das Dokument bei mir hier getroffen. Das wäre hier bei der SIMA-Pinne. Community. Nehmen wir das Dokument, ziehen das hier ein. Jetzt sehen wir auch wieder, zuerst macht er immer das Dokument. Also der Content-Type ist ein Dokument, weil, wie gesagt, das ist der Standard-Content-Type. Jetzt sagt er mir hier wieder, ja, er ging da drüber. Jetzt hoffe ich nicht, dass dann da die andere Bibliothek zu lang blockiert. Dass wir dann auch schön sehen. Und was ich jetzt hier drin machen will, wie gesagt, aufgrund der Regeln, möchte ich gerne Projektnummern, wo im File drinnen ist, werde ich direkt auslesen. Das heisst, ich nehme hier kurz ein Beispiel, das schon drinnen ist. Das ist ein PDF, das ich genau gleich heruntergeladen habe. Hier zu oberst, in den obersten Zeilen haben wir die Projekt-ID drin, die Projektnummer. Ich tue das wieder zu. Und genau das Gleiche, das erwarte ich jetzt auch von meinem Community-Dokument. Oh, da ist ja schon fertig. Wie gesagt, Community ist das File, der Name, den wir gegeben haben. Und die Projektnummer ist 21, 22, 43. Gehen wir mal checken, ob das wirklich so ist. 21, 22, 43. Das Beispiel jetzt nur aufgrund von einem Dokument, aber wenn ich natürlich eine Masse oder viele Dokumente habe, die dann aufgrund von Informationen direkt mir da das reinschreiben und weiterverarbeiten, ist nicht so schlecht. Gut, das ist einmal noch ein weiteres Beispiel eben zum Klassifizieren plus aber auch zum Extrahieren von Informationen. Ich würde euch gerne noch ein weiteres Beispiel zeigen, wo ich entsprechend zwei Werte auslese oder zum Beispiel so Rapport. Ich zeige euch kurz, es gibt hier Tagesrapport. Es gibt ja ganz viele Branchen, Unternehmen, wo man muss irgendeinen Rapport, einen Tagesrapport, einen Wochenrapport, irgendetwas ausfüllen. Wir sehen das hier, das ist ein Excel-Dokument. Was ich hier, ist übrigens keine Baustelle, das ist einfach ein Beispiel zu verstehen. Nichtsdestotrotz, ich tue in diesen Excel-Sinnen, tue ich eine Baustelle auslesen, plus auch das Datum. Kann mir ja vielleicht helfen, dass wenn ich die Rapporte ausgefüllt überkomme und da ganz viel drinnen steht, dass es allenfalls ja direkt zu einer Baustelle auch zugeordnet wird. Oder dass eben nachher gerade jemand sieht, ah, okay, das ist von der Community, das muss man weiterverarbeiten, das muss man weiter delegieren, Power Automate ins Spiel bringen, damit dass man eben die Informationen nachher weiter verarbeiten kann. Und ich nicht jedes Mal muss jedes Dokument auftun, schauen, okay, was ist das, sind da für Informationen, erstens. Für welche Baustelle und an welchem Datum ist der Rapport ausgefüllt worden. Sondern, dass das eben automatisch gemacht wird. Da habe ich, nebst dem Text auslesen, da habe ich jetzt zwei Labels drin, nebst dem Baustelle auslesen, da wieder das gleiche Prinzip, oder? Ich sage, und übrigens auch das Excel, oder? Das sieht jetzt hier innen gar nicht aus wie ein Excel. Wie gesagt, Struktur spielt dem hier keine Rolle, sondern der ist rein fixiert auf den Text, auf den Inhalt, der hier wo angebracht ist. Ich gehe auch wieder durch und sage, okay, wo hat es den Inhalt drin, wo steht der drin? Und sage dann quasi in den Regeln innen, hey, alles, was quasi nach Baustelle oder sucht der Baustelle und dort kommt mein Wert. Das ist einmal der eine. Übrigens, die Meldung, die ihr da zwischen die seht, die ist super, wenn das grün ist. Dann hat man nämlich oben rechts auch 100%. Das heisst, die Regel wird ziemlich sicher funktionieren. Jetzt gehe ich da noch einmal schnell in den Rapport hier. Ich habe ja noch eine zweite drin, nämlich das Datum. Und das Datum haben wir nicht gesagt, wo das ist. Sondern für das gibt es, also erstens, ich muss auch wieder den Wert labeln, dass er weiss, ah, so muss mein Wert aussehen. Aber im zweiten Schritt bin ich dann nicht mehr auf einen Text gegangen, den er muss suchen muss, sondern ich habe ihm ein Schema gesagt. Und da gibt es vorgegebene Patterns, die man auswählen kann. Datumsschema, jetzt sieht man sehr gut hier. Die sind drin im System, die kann ich einfach nehmen, hinzufügen. Und dann ist die Sache für mich erledigt. Und dann geht jetzt nach dem Schema schauen, nach dem Datumsschema und tut das eigentlich rausnehmen und tut mir das entsprechend abspeichern.
Wie das nachher effektiv aussieht, ich gehe da wieder auf meine Dokumente zurück. Finden Sie gerade nicht, kein Problem. Nehmen wir schnell den Weg, gehen wir ins Model rein. Bibliothek öffnen, wo es angewendet ist. Und so sehen wir auch direkt auf dieser Bibliothek. Ihr seht, hier hat es noch kein Dokument drin, das Community heisst. Ich tue das einfach schnell einziehen, dann erzähle ich euch dann noch etwas über die Metadaten. So, wie gesagt, der Content-Typ, also die Klassifizierung des Dokuments, wird er machen. Er liest den Wert Baustelle aus und er sucht auch an, wo ist das Datum, wo nach meinem Schema matcht, sucht er im Dokument drin und tut eigentlich das Datum und die Baustelle automatisch da je nachher ausfüllen. Jetzt geben wir ihm natürlich auch wieder schnell ein Moment. Vorher haben wir gesehen, ist es nicht ganz so lang gegangen. Ah, da haben wir ihn schon. Es ist ein Rapport, wo ich gesagt habe, okay, alle, die hier kommen, das sind Rapports. Die Baustelle, die eben kenne ich, wäre Community. Und 9. Dezember 2020 hat er auch richtig rausgelesen und erkannt aufgrund vom Schema. Also von dem her hat jetzt da alles super geklappt und alle Informationen hat er korrekt ausgelesen. Und wie gesagt, ihr habt mal gesehen, ich habe ein PDF genommen, ich habe ein Excel genommen, ich habe ein Word-Dokument genommen. Spielt wirklich keine Rolle. Man muss die nicht aufgrund von einem Schema erstellen und anfangen zu trainieren, sondern man kann wirklich die Dokumente nehmen, wie ihr sie gerade habt, die anfangen zu trainieren, man kann das Matching hinzufügen und dann einfach dem wirklich Machine Teaching, dem anfangen beibringen, was er muss herauslesen, welche Werte, vielleicht auch ein bisschen helfen, wo sie stehen. Und dann habe ich relativ schnell ein gutes Ergebnis. Ich erzähle noch kurz etwas über die Lizenzierung und nachher dann auch die Roadmap. Lizenzierung von SharePoint Syntax, also aktuell richtet sich an Enterprise-Kunden. Wir sehen eben ein Add-on für E3 und E5. 4,90 Franken pro Benutzer pro Monat. Wo man kann kaufen oder eben man kann auch eine Testversion, also eine Trial-Version, entsprechend fürs Probieren mal brauchen. Dann vielleicht noch speziell zu sagen, das seht ihr hier mit dem Sternchen markiert. Das ist die Information, die ich von der Microsoft oder auf der Microsoft-Seite entsprechend gefunden habe. Dokumentenverständnis, also Document Understanding Model. Das ist eigentlich auch drin. Und da unten sieht man schön, verfügt nicht über Kapazitätseinschränkungen. Das ist das, was ich euch auch jetzt gezeigt habe. Dann der Process Modeler, Formularverarbeitung, der basiert auf dem AI-Builder von der Power-Plattform. Und wenn man den anfängt zu brauchen, dann sieht man, da steht irgendetwas von Credits und die kommt man rüber, wenn man genug Lizenzen hat oder man kann das auch separat erwerben. Ich denke, für euch einfach wichtig zu wissen, es gibt Lizenzen, es gibt auch irgendwo zwei verschiedene Arten, also es gibt zwei Arten von Modellen, von Typen, die ich entsprechend anwenden kann. Und sobald ich anfange, den AI-Builder brauche, muss ich vielleicht daran denken, dass ich da allenfalls noch eben Credits brauche. Oder vielleicht sind sie dann entsprechend auch in der Lizenzierung drin, wenn dort auch mehr als 300 Lizenzen entsprechend erworben sind. Letzte Slide noch, die ich habe. Wie geht es denn überhaupt weiter mit dem Cortex? Ihr seht, die Roadmap, die ist von der Ignite, ist Sommer, Frühlingsanfang gesehen, im September rum. Available soon. Wir sehen, eben Syntax ist hier angekündigt worden, dass es dann am 1. Oktober kommt. Es ist dann ziemlich auch der gekommen. Auch mit dem Modell, also mit dem Document Understanding Model. Wir haben dort auch eben das ganze Taxonomie, das Content Center, wo alles hingekommen ist. Dann sehen wir unten dran Topic Experience. Das habe ich gerade vorhin gesehen auf der Roadmap, ist es immer noch in der Entwicklung, ist aber immer noch terminiert auf den Dezember. Also das heisst, da gibt es noch so eine Art Topic-Page, so Cards, wo eigentlich aufgrund von den Managed-Metadaten, also von diesen Inhalt-Services, automatisch generiert werden. Man sieht, Anfang des nächsten Jahres wird jetzt das immer weiter ausgebaut. Also man sieht eben Taxonomie,
across Microsoft 365. Also, man bezieht sich da nicht mehr nur auf Taxonomy im SharePoint drin, sondern das wird dann irgendwie auch noch ausgeweitet. Die ganze Entwicklung wird sicher vorantrieben. Es werden Erweiterungen geben, auch an der Experience. Und man sieht auch hier wieder den unteren Teil: Knowledge, Topic Experience across Microsoft 365. Also, das heisst, wir werden die Karte nicht nur irgendwo in einem SharePoint drin haben, sondern wenn man bei weiteren M365-Applikationen wird die eben dann auch automatisch auf Informationen, auf Tags, auf Wissen, das eben automatisch generiert worden ist und mit KI zusammengestellt worden, wird entsprechend auch gesehen. Man sieht unten noch kleine Hinweis, eben, es ist wirklich Syntax, ist so der ganze, das gehört zum Cortex, also zum Project Cortex, ist auf ein kleiner Teil und da wird uns sicher in Zukunft noch einiges erwarten, wo eben auch nicht nur SharePoint fokussiert ist, sondern wo eben nachher ausgeweitet wird auf die ganze M365-Plattform, damit dass wir da eben auch wirklich einheitlicher unterwegs sind.